Rafael Rotter, letztendlich ist es ein 0:4 in der Serie gegen die Salzburger im Finale der Erste Bank Eishockey-Liga geworden. Was ist dein Endresümee, dass es für Salzburg letztendlich eine klare Angelegenheit war? Ja, zuerst muss ich mal sagen, ich glaube, dass die Zahlen schon ein bisschen lügen. Ich glaube, dass das Ergebnis viel knapper war, als die Spiele eigentlich ausgegangen sind. Aber natürlich muss man noch den Hut ziehen vor Salzburg, ganze Saison lang wirklich souverän gespielt, auch in den Playoffs. Ich glaube, jetzt haben sie 8 oder 9 Siege hintereinander erzielt oder mehr sogar. Sie haben sich das verdient. Trotzdem Hut ab an unsere Mannschaft. Ich glaube, braucht sich niemand verstecken. Die letzten 3 Monate haben wir alle, jeder einzelne Spieler, super Eishockey gezeigt. Und es war schön zu sehen, dass wenn eine Struktur in die Mannschaft kommt, wenn jeder seine Rolle weiß in der Mannschaft, alle an einem Strang ziehen, dass man sieht, was alles machbar ist. Und wir haben wirklich super gespielt. Es ist natürlich schade, dass man 4-mal hintereinander im Finale dann verliert und so eine Saison vor allem zu Hause dann abschließen muss. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir erhobenen Hauptes aus der Halle heute rausgehen können. Ja. Vor den Playoffs haben sich die Experten, sage ich einmal, gedacht, dass die Capitals mehr oder weniger Außenseiterchancen haben, ins Halbfinale zu kommen. Letztendlich ist es das Finale geworden. Nach einer Saison mit vielen Ups und Downs wahrscheinlich doch im Endeffekt eine positive Bilanz, oder? Auf jeden Fall. Und nochmal muss ich sagen, das habe ich schon so oft gesagt, es ist schade, dass es nur 2,5 Monate oder 2 Monate angedauert hat. So ein Selbstvertrauen, glaube ich, gehört aufgebaut von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Und wenn das alles vorher geschehen wäre, am Anfang der Saison vielleicht schon oder Mitte der Saison, dann wären wir auf jeden Fall stärker gewesen, noch stärker im Playoff, denke ich auf jeden Fall. Trotzdem, glaube ich, sehen die Fans oder die Statistiker, die Presse, die Zeitung, glaube ich schon, dass wir alle sehr gut Eishockey spielen können hier in Wien und dass die Mannschaft in den einzelnen Spielen wirklich was drauf hat und alle sehr, sehr gute Eishockeyspieler sind. Die Saison ist vorbei. Wie geht es bei dir persönlich jetzt weiter im Hinblick aufs Nationalteam, im Hinblick auf die Weltmeisterschaft in Prag? Ja, natürlich hoffe ich, dass ich dabei bin. Das ist ein Riesenspektakel, Weltmeisterschaft in Prag für das Nationalteam zu spielen. Coole Sache. Ich freue mich auch schon, wieder die Burschen im Nationalteam zu sehen. Das ist eine sehr lustige Truppe, die wirklich Vorhand am Arsch haben und wirklich ready sind, da zu spielen. Ja, jetzt will ich natürlich ein bisschen das ausklingen lassen, die nächsten paar Tage mit der Mannschaft. Die Ausländer werden alle die nächsten paar Tage, glaube ich, heimfliegen. Manche sieht man wieder, manche vielleicht nicht. Da will man natürlich noch ein bisschen Zeit mit ihnen verbringen und einfach einmal relaxen und chillen. Und dann geht es zum Nationalteam und dann hofft man, dass man erstens mal im Team ist und dass man dann bei der WM natürlich den Klassenerhalt schafft.